Ja Leute, und willkommen zu einem ersten LP auf diesem Kanal. Auch wenn jetzt die ersten Leute sich fragen werden, warum macht er eigentlich LP und bewegt seinen scheiß Arsch nicht in der Werkstatt und macht geile Videos. Ich kann euch das ganz einfach erklären, das liegt daran. Arbeitsbedingt bin ich leider unter der Woche nicht am Niederrhein und auch nicht an der Werkstatt. Das heißt, ich kann unter der Woche nicht was an den Autos machen, geschweige Videos drehen. Über eineinhalb Stunden hin, eineinhalb Stunden zurück. Nach der Arbeit, das lohnt nicht wirklich. Deswegen kann ich noch am Wochenende spontan, schnell Videos drehen oder Projekte durchziehen und einfach machen. Der liebe Patrick kennt das ja leider, leidige Thema. Grüße ich den jetzt auch mal einmal. Und da habe ich mir gedacht, ja, unter der Woche, da schneide ich Videos, überlege mal ein paar Sachen. Mach so allgemein was zum Kanal, erstelle Grafiken und sonst dann eben unter der Woche. Haben wir gedacht, warum machst du nicht einfach ein LP? Vor allem, wenn ich das LP jetzt nicht so einfach mache, ich spiele einfach und gut und schön. Hau jetzt jeden Tag eine Folge raus, auch wenn das fast möglich wäre von der Zeit. Sondern ich möchte LP auch nutzen, um ja, eure Fragen zu beantworten, über Themen zu reden, die euch am Herzen liegen oder über die ihr einfach reden wollt. Muss noch nicht mal Auto sein. Also. Nutzt die Comments unten, schreibt mal was rein, damit ich in der nächsten Folge vom Car Mechanic Simulator die Systeme mal anschneiden kann. Ich plane so die Folgen, ja, Zeit ist schnell um, halbe Stunde, so ungefähr, halbe Stunde Folge bis, warte mal, eine Stunde, aber das ist schon ein bisschen viel, also halbe Stunde, denke ich mal. Kommen werden die Folgen erstmal freitags, weil da noch nichts ist, den Mittwoch, da kommen im Moment noch die Hallentag-Sachen. Sobald Mittwochs kein Hallentag-Sachen mehr kommen, kommen die Sachen auch Mittwochs. Der Haupttag Sonntag wird dafür nicht genutzt. Der bleibt, ne, frei. Soll ja auch so sein. So, so war's gedacht. Aber lange Quatsch, fangen wir jetzt mal an. Wir machen neu, ich habe schon mal hier reingeguckt, um mir so ein bisschen Überblick zu verschaffen. Ja, und das neue Mikro spielt jetzt auch da so ein bisschen rein, weil vorhin LP mit so einem Flugzeug-Headset aufzunehmen, das wäre scheiße gewesen. Jetzt, wo ich eh dieses Mikro habe, kann ich es auch für sowas nutzen. So, hätte ich vielleicht schon mal früher mit LP angefangen. So, wir haben ein Ladebildschirm. Da sieht ihr ein altes Auto, was so aufgebaut wird. Das ist auch so. Total überspringen wir jetzt einfach mal. Aus so einer Sache, später kann man sich die Autos eben kaufen und so ältere Autos und ja, dann machen. Also gucken wir mal hier ein bisschen um. Lackierkabine, da muss man sich aber auch alles kaufen. Diagnosefahrt. Werkzeuge kann man sich auch holen. Aha. Reparaturen schneller. Tablet. Aha, aha. Interessant. Hebebühne haben wir zwei. Mein Gott, der ruft jetzt schon alle an, wollen hier wie ein Geist repariert da. Ich dachte, ich kann das Ding jetzt erst später mal kaufen. Nee, nee, nee. Da liegt das hier einfach rum. Ja. Kann man Werkzeug holen. Und hier Teile reparieren. Das ist also so, man kann die alten Teile, die man ausgebaut hat, wieder verkaufen. Auch wenn die defekt sind. Und wir können auch versuchen, die einfach zu reparieren. Und eben mehr Geld rauszuschlagen. Es geht ja darum, Geld zu verdienen und XP, also Erfahrungspunkte. ISO-Öl. Ach, Werkstatt anpassen kannst du ja. Okay. Da habe ich noch, glaube ich, beim ersten Spielen gar nicht. Ich wusste man auch noch keinen. Ha, entdeckt mir was Neues. Den will ich nicht. Hau ab. Wir müssen ja nicht ablassen. Kleine Sitzsäcke. Also die Werkstatt ist schnucklig. Also ich würde die auch nehmen. So. Computer kann man Teile kaufen. Toll. Egal. Suchen wir zum Auto zu reparieren aus. Dafür sind wir da. Klopfengeräusche aus dem Motor an, das hört sich doch gut an. Nehmen wir es dann mal. Gucken, was da klopft. Vielleicht aber der Motor an sich.
Die sehen dann Kleinstwagen aus. So drei Zylinder klopfen manchmal. So, da ist er. Oh, schöne Farbe. O können wir uns angucken lassen. Das ist auch von dem Spiel ganz einfach. Es wird eigentlich angezeigt, wenn man austauschen muss. Am Anfang. Ich denke mal später, wenn wir hier. Ich habe nur mal kurz angespielt. Ich denke mal, wenn wir später die Diagnose fahrt haben, müssen wir selber auch richtig Diagnosen stellen. Kupplungsrücklager. Ja, dann ist das Ding auf der Bühne. Boah, nerv nicht. Ich kann erstmal nur ein Auto reparieren. So. Da muss halt ganz Getriebe ausbauen. Ne? Wobei das auch wieder. Das ist auch schwachsinnig an dem Spiel. Der will jetzt Kupplungsdrucklager. Eigentlich ist das Ausrücklager, heißt es. Wieder ausgetauscht haben. Der sind ins Getriebe raus, man könnte eigentlich jetzt im selben Anzug die Kupplung wechseln. Oder ich würde es machen, wenn ich das austauschen würde, dieses Lager, also das Ausrücklager, würde ich dann auch direkt die Kupplung nehmen. Oh Gott, ey. Das ist nervig, die Kamera. Antriebswerk war das. Sogar eine geteilte vor der Antriebswelle erste geteilte Getriebe raus und muss nur ausbauen fürs Getriebe. Sag's mir, hä? Moment mal. Verarscht er mich hier? Antriebswellen sind raus. Was soll ich noch abschrauben? Fender. Ich muss den Anlasser abschrauben. Kann vom Motorraum aus erreicht werden. Jetzt muss ich die Karre ablassen. Den Anlasser kannst du von unten auch rausschrauben, du faule Sau, du. Gar keine lösen. Kann ich jetzt das Getriebe kann ich ausbauen, wenn der hoch ist wieder. Nee. Was braucht man? Krieg ich jetzt das Getriebe raus? Boah. Das Lager schon. Das haben sie aber auch ganz gut gemacht. Das ist das Ausrücklager. Hier. Kupplungsplatte ist da drin. Schwungrad und der Automat davor. So, da bauen wir das Lager aus. Brauchen wir jetzt neue. Kupplungsdrucklager heißt er da. Motor? Ne, Getriebe. Ist das ein Motor? Kostet das? 35 Euro, so billig. Hier sehen wir auch, dass die Kupplungsdruckplatte, Kupplungsscheibe und das Lager. Das sind die drei Teile, die man hat, wenn man jetzt nicht unbedingt zwei Massen Schwungrad scheiße. So. Ziehen wir mal die Kacke wieder rein. Natürlich das neue Getriebe ran. Wieso hat der hier an der Seite keinen Schrauben? Naja, hab ich gespart. Welche waren jetzt wo, aber ist auch egal. Ne, wir wollen das Antriebsteil rein, bevor wir. Greifen manchmal.
Es wird auch nicht angezeigt, welcher Reifen wo war und welche Antriebswelle wo, das ist schon egal. Ja, ist doch jetzt auch wahrscheinlich ultra-realistisch, jetzt übertreiben wir uns wohl nicht. Merke ich wieder hinten drüber. So kannst du. So, damit er auch nachher wiederkommt, drehen wir die nicht ganz fest. Ja, schnell rein. Wir sind ja nicht bei den drei Buchstaben hier. So, müsste. Ja, fertig. Was haben wir für. Ist das euer Ernst? Ich habe da das halbe Auto zerlegt, ganze Getriebe ausgebaut und habe unglaubliche 34 Euro verdient. Für 34 Euro will ich nicht mal die Reifen abschrauben. Auto ist unvollständig. Das habe ich vergessen. Hä? Oh! ja, okay. Ja. Kann man bisschen. Ja, das erklärt aber, warum es nur 34 Euro kostet. Wenn du den Anlass ja vergisst. Scheiße, wollte ich noch verkaufen. Auf eBay. Geh rein. Hallo zusammen. Ach. Das kann ja nur. Das darf doch nicht wahr sein. Ich fand das ein voll schönen Kühler, was ich sage. Sehe ich nicht, wo der Anlass da ist. Wo der hingehört. Da. Tuck. Tuck. Ja, und jetzt verpiss dich mit deinem Scheißkar. Ist das Spiel abgestürzt, oder? Hä? Kann ich die Schraube nicht mal weiter reinbringen? Hau bloß ab in deiner Scheißkarre. Einen anderen Auftrag nehmen, der ein bisschen mehr bringt. Als halb auszulenken für 34 Jahre. Filter müssen ersetzt werden. Bremssystem muss repariert werden. Auch. Ich habe nicht genügend Erfahrung dafür. Nehmen wir mal Filterwetze. Das ist ja das Einfachste, was geht. So, bringt auch Mühle mit dem Moped. Wahrscheinlich haben wir auch wieder eine Liste, die Sachen, die wir getauscht haben. Kraftstofffilter, Luftfilter, Ölfilter, Innenraumfilter gibt's wohl nicht. Egal. Luftfilter ist ja noch Deckel hier ab. So, Deckel ab. Hallo? Hä? Ernsthaft? Ich soll die Klammern öffnen? Aber ich baue die Klammern aus? Ernsthaft? Okay. Toll. Luftfilter, Zustand 1% nach. Ach, da hinten ist noch der Schrottfilter. Da ist er. Klopp. Er soll nur Ölfilter wetzen, aber nicht Öl tauschen. Habe ich jetzt richtig verstanden? Tja. Okay. Dann machen wir das doch. Der Scheißfilter. Boah, der Kühler geht auch im Sack. Hä? Ach, da unten. Das schwarze Ding. Der blau ist der. Kann nur unterhalb des. Ach. Hallo! Ach so. Da. Wir brauchen. Ja, wir können die alte Scheiße ja verkaufen. Kriegst vom vergammelten Ausdrucklage, was Geräusch macht, noch 6 Euro. Ja, da. Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter, blauer. Huh? Nein, komplett raus. Nee.
Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Also. So. Nur ein. 30 Euro! Okay. Filter gibt es auch nur ein. 11 Euro geht ja. 11 Filter. Ernsthaft? Was ist das für ein Ölfilter? Aus Gold oder? Egal. Schnelle Arbeit für schnelles Geld. Hoffe ich da. Scheiß Auto wieder runterlassen, ne? Ne, zusammenbauen. Oder direkt hier. Ja. Ah, ich soll die Kammer einbauen. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Nee. Vor allem, jetzt kann ich da reingucken, das ist so kacke. Ah. So, jetzt noch den Spritfilter. Ja, immerhin 66 Flotten. Kann man jetzt noch die alten Filter verkaufen? Nein. Ich versuch mal den Luftfilter zu reparieren. Vielleicht kriegen wir mehr Geld dafür. Keine Ahnung, wie das geht. Da. Ach, du kannst nicht alles reparieren. Du kannst nur. Aber du kriegst schon 2 Euro, ne? Egal, alles weg. Für 2 Euro. Freut sich Schrotti. So. Was haben wir jetzt noch für Aufträge? Die Steuerung muss ausgewertet werden. Ach, die meinen wahrscheinlich Zahnriemen. Motor. Steuerriemen. Kann ich selber nicht drauf. Ja, schauen wir das Ding an. Hauen wir direkt auf die Bühne. Nein, nein, Bühne. Ja. Zahnriemen wahrscheinlich. Was wollte er sagen? Prinspannen, Wasserpumpe, Zahnriemen. Mein Gott! Kannst du repariert haben? Ne, ich will noch die Fische gar nicht, ich will ja die Wasser. Aber gut. Ach, hä? Steuergehäuse. Ja, nochmal diese Kette. Steuergehäuse. Naja. Jetzt hätte ich alles so ganz genau nicht. Machen wir Zahnriemen. Oh. Das sieht aber niedlich aus. So. Zahnriemen. Kein Umlenkrollen, nichts. Boah, brenne ich eigentlich immer hinten in die Ecke rein. Meine Fresse. Motor. Das ist ein Spanner. 35. Es gibt doch eine Steuerkette. Steuergehäuse ORV. Okay. Das war 120 Euro für Zahnriemen. Was ist das für ein Zahnriemen? Da gibt es sogar einfach 160 ohne Rollen und alle. Ey. Okay. Es gibt doch Kabel, Zündkabel.
Wasserpumpe wollen wir noch, ne? Das war R4 da. 60 Euro oder so haben wir noch rein. Das ist normal 60, ja. Um den Dreh. So. Nein. Die Kamera ist schon eine Wucht. Da ist eine gute Position. Hier ist ja eine Scheißposition. So. Wasserpumpe. Okay, ist eine neue. Hallo? Aber hier wird nichts im Drehmoment damit so. Mhm. Okay. So, das müsste jetzt wieder fertig sein. Yeah. Huh. 200 Euro. Ey, da zerlegst du das ganze Auto, ne? Getriebe alles raus, das ist ein scheiß Lager, das ist 34 Euro. Dann machst du so ein paar Riemen und hast direkt, ne, 214 Euro. Auftragsausgaben ist ja das, was wir an Teile ausgegeben haben. Die haben ja leider nicht als Gewinn. Ja, raus mit deiner Karre. Ey, ich weiß gar nicht, aber haben schon eine halbe Stunde aufgenommen. Eigentlich, ne, das macht schon in gewisser Weise ein bisschen Spaß. Das ist jetzt Teil des Steuersystems. Wir machen jetzt noch den hier. Wobei das auch geil wäre. Ich will ein bisschen mehr XP sammeln. Wir machen jetzt nochmal das. Da würde ich sagen, Schluss für heute. Und ich hoffe, dass diese Serie so einigermaßen gut ankommt. Wer keinen Bock hat, sich dort anzugucken, dann muss es ja nicht. Aber jetzt denken wir was anderes. So. Da ist das der wie vorhin. Okay. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof jetzt. Ich dachte, wir machen hier so ein bisschen Abwetzlung, aber die Kache einfach rausschmeißen, ne? Ich war fast die Mischmaschine ausgebaut, so aus Versehen. Aber wenn man auch weiß, wo die Teile sind und wo der Teil ist, dann geht das hier ruckzuck, ne? Der ist wie ein Warnleben, wenn du weißt, wie ein Auto aufgebaut ist und du das zerlegst, dann geht das auch schneller. Was zahle ich im Bett so auch ein paar Sekunden. Oh, falsche Richtung. Der Scheißteil wäre bestellt. Nein, was? Moment, habt ihr das gerade gesehen? Wo war das? Es gibt. Nein, es gibt Leber. Scheiß die Wand, Alter. Ich glaube, wir müssen mal ganz schnell so den Youngtimer haben und dann bauen wir die Scheiße da drauf. Lava nicht. Geiler Scheiß. Wo waren die Zahnen? Richtig geiler Scheiß. Und dann Riemenspanner. Ja, knüppeln wir mal die Scheißkarre zusammen. Und das ist das, was ich gesagt habe, warum ich Hobby nicht unbedingt zum Beruf machen wollte. Dieses hier an neueren Autos, so wie wir das jetzt haben, 15 mal hintereinander Zahnriemen tauschen, so ungefähr. Immer dasselbe und nicht so wirklich Interessantes. Ja gut, ich hatte Leute, die machte den Job Spaß, ist klar, aber ich wollte jetzt nie mein Hobby zum Beruf machen. Auch wenn viele sagen, mein Hobby zum Beruf. Aber dann wäre das auch wieder nur in den Old- und Youngtimer-Bereich und da jetzt ist es schwer als, ne, aber wäre schwer gewesen, da
Lehre zu machen und da anzufangen. Wobei das jetzt in den letzten Jahren ja wieder aufgekommen ist mit, oder aufgekommen ist, aber jetzt, es ist ja aufgekommen, dass der Restaurateur so langsam anerkannter Ausbildungsberuf ist. Also wenn Leute Bock auf alte Autos haben, es wird aber mehr mit Young und Oldtimer, also das nimmt ja riesen Züge an, verdient dasselbe, dass man sich da in dem Bereich auch spezialisieren kann und man nicht nur wie hier jetzt Teiletauscher bei irgendwelchen Werkstätten ist. So, wie viele Aufträge hätten wir noch? Wir machen jetzt gleich Schluss. Fahrwerk zweimal reparieren, egal. Ja, das war jetzt mal die erste Folge vom Mechanic Simulator 2015. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, schreibt unten kräftig einen Kommentar rein, über welches Thema wir quatschen sollen, was für Fragen ihr habt. Und dann werde ich das die nächste Folge, ich werde einmal eine Woche immer aufnehmen, eine Folge, und die wird dann mittwochs oder freitags rauskommen. Ich denke mal, das funktioniert ganz gut so. Also, wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Bis dann.